Die Karte Lager Tag und Nacht. Die könnt ihr mal laden. Dann könnt ihr schon die ersten Planungen machen, wann und wo ihr überfallen wollt. Naja, ich meine, wann, wenn sie vorbeikommen? Nicht so, als hätten wir eine Wahl. Uff, zwar. Raphim ist nur der Blutige, oder? Ich glaube, Raphim, nennen wir einfach Raphim. Er hat, glaube ich, keinen Schiss. Nö, ich bin Chorgeweihter. Ich bin vermutlich nicht mal der Einzige in der Stadt. Ich vermute es auch. Naja, ich weiß nicht, wie viele echte Lebende noch in Wahrung unterwegs sind, die nicht müssen. Ich glaube nicht, dass da so viel Arbeit für dich, also für Söldner gibt. Andererseits, von aus, von aus. Da gibt's massig was umzubringen. Stimmt. Punkt ist jedenfalls ja. Ich meine, Söldner kannst du überall eigentlich gut unterkommen. Was natürlich den Anschuldigungen, dass Chor in Wahrheit ein Dämon sei, nicht unbedingt abträglich ist. Aber das ist eine Diskussion, die du mit der Rotterkirche führen kannst. Ich habe da keine Aspirationen. Wollte gerade sagen, Goldhand, ganz vorsichtig, ganz Hey, mir ist das egal. Solange du Paktierer killst, kannst du machen, was du willst. Naja, das spricht der Albuin aus dir. Da spricht der Arwing, ganz genau. Wir hätten diesen Gollum töten sollen. Wir hätten diesen Gollum töten sollen. Ich habe auch darauf gewartet, ich habe nicht Ich wollte gesagt. nicht, ich wollte nicht unilateral aus dem Gebüsch springen und diesen Gollum abmurksen. Mir dahinter haben von euch. Ich mir dahinter von alle euch warte, haben haben. Auf die anderen gewartet, irgendwie. Dass der ich was macht, war irgendwie. Beschäftigt, ich habe was Nützliches getan. Es ist tatsächlich wahr, aber ich wollte halt nicht da rausspringen, mir dahinter von euch mir die Mordlust vorwerfen lassen. Oder Junge, du bist so ein Mörderstreuen. Das hätte ich dir niemals vorgeworfen. Du scheißt aber doch auf unsere Meinung. Gut, dann Im sucht Gegensatz euch zu dem, was mal. ihr vielleicht denkt, scheiße ich nicht auf eure Meinung, nein. Dann ich sucht euch mal so. Eine Stelle aus, an der ihr sitzt. Meine Karte ist noch nicht geladen, es dauert noch ein paar ja. Minuten. Ach ja, mir auch. Posti, eine Frage noch. Wie geht's jetzt eigentlich der Katze, nachdem wir die ein paar Tage mitgeschleppt haben? Was gut. werden die mitgeschleppt? Also, was heißt gut? Also, ist halt ein Vertrautentier. Besser oder? Ja. Sterben die normalerweise nicht so als Vertrautentiere, wenn die Hexe stirbt? Also, hier ist es so. Ja, aber die Hexe, schon. Ich weiß, die Hexe kann ohne Tier leben. Tier ohne Hexe, I don't know. Es ist schwierig. Also es normal geht, sterben die. Es geht, wenn es ein machtvoller Vertrauter ist. Ja, normalerweise. Also wenn es eine normale Hexe ist, dann wird das Hexentier nicht älter als ein paar Tage. Ja, dann stirbt das leider sehr schnell weg. Tut mir leid. Aber es hat dich trotzdem ins Herz geschlossen. Ja, dann mach ich ihn. Ah, die Karte ist geladen. Oh, die ist wirklich gut. Die ist. Ja, was ist das hier? Ich bin gerade drüben wieder, ich muss mal eure also, Token sammeln. Was ist diese Festung? Die ist einfach nur eine Ruine. Es ist halt random Zeug. Okay, ich meine, eine gute Stelle wäre deine mit viel Deckung, von der man dann auch mit dem Pferd aus dem Gebüsch sprechen kann. Ich finde den Part hier. Gefällt mir, gefällt mir. Da können sie nämlich nicht einfach den Pferden, also den Zugpferden die Sporen geben und weg sein, denn dann müssen sie lenken. Genau, hier sind sie in der Kurve mitten. Und wir können uns hier hinter dieser Beschreibung verbergen. Richtig. Das ist gut, der Punkt gefällt mir auch. Das war so der erste, der mir ins Auge gefallen ist. Also ihr könnt einen Lagerplatz aufschlagen, ihr könnt einen Hinterhalt, ihr könnt mit Fallenstellen proben, könnt ihr Gruben buddeln, wenn ihr wollt. Boah, ja, auf der Straße eine Grube buddeln ist glaube ich nicht so drin, aber wir könnten ein Seil drüber legen und dann ein bisschen Laub drüber, dann ein bisschen Laub und totes Holz und Erde drüber verteilen. Das, und wenn das, ihr das, ist, keine, das ist keine Kabel Reichsstraße hier. Mehr. Und wenn ihr die vorbei. Stimmt. Illusion. Dings da machen. Punkt ist jedenfalls, dass, also, was mir zuerst in den Sinn springt, ist halt ein Seil, das du dann ziehen kannst, nur falls einer meint, er müsste dabei wegreiten. Ja, ich habe auch noch, wie gesagt, ich glaube, der Hinterhalt wird uns ganz gut gelingen, wenn wir das sinnvoll planen und umsetzen. Zur Not kann ich den Stillstand auch. Kann man, wie viel Reichweite hat er? Den muss ich um mich herum zaubern. Also müssten wir dich, willst du dich mit mir aufs Pferd setzen? Auf dem Pferd zaubern ist scheiße. Für dich. Ach, schieß den Boltax einfach mitten da rein. Wieso also die Karte ist geeicht, das heißt 1 zu 1, 1 Meter ist 1 Meter. Okay. Falls ihr das braucht für eure Vorbereitung. Sicherlich, ist ein oder andere Mal. Also wo wollt ihr euch jetzt hinhocken? Hier dachte ich. Also das hatte ich vorgeschlagen hier. Also praktisch direkt in die Weggabelung. Ja, oder Gabelung? Nee. Du machst dann die Beuge. Ja, okay. Ja, und dann kann man halt, hier, also ich kann da zum Beispiel hier mit der Lanze voran runterreiten. Das ist, glaube ich, das Praktischste, wenn mindestens einer beritten ist, auch um Leute einzuholen, die meinen, sie könnten sich verpissen. Wir müssen irgendwas gegen die Pferde machen.
Ja, es werden vielleicht Parsimal sein. Ich glaube nicht. Also wenn wir Pech haben, ist ein Yashnatham dabei. Easy. Guck mal, wenn das eine Böschung ist. Ja. Und ich mich ordentlich hier hinter dem Baum verstecken kann, kann ich diesmal wirklich ohne Probleme von hier bis hier eine Wand aus Erz machen. Frage ist, kannst du das? Ja, kann ich. Ich meine, nein, kannst du dich ordentlich verstecken? Nein. Du hast noch eine Woche Zeit, um dreimal Verstecken zu steigern. Buddeln. Buddelt euch einfach ein. Gruben buddeln, Speerfallen. Wir können tatsächlich flache Gruben buddeln, die wir uns reinlegen können. Ja. Gillisius. Ich habe halt leider keine Fallenstellen. Fallenstellen habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es mache, aber ich könnte lernen auf drei Komm, Punkte. Ruf deinen Jäger zurück. Genau, Jorim der Jäger. Könnte jetzt ja nützlich sein, aber ihr wolltet die ASP ja nicht bezahlen. Macht aber auch keinen Sinn, den mitzunehmen. Das ist ein cooler Dude. Ja, das aber es ist der halt. Der betet Firun und die schwarze Mutter an, das ist auch mega gut. Er ist halt summa summarum ein Klotz am Bein. Ja, richtig, ich kann ihn halt nicht mitnehmen und ihm sagen, hey, wir gehen jetzt den Kommandanten umbringen. Klar. Ich glaube, da würde der mitmachen. Er hat mit so lange gesagt, er gekillt wird. Er hat doch zugeguckt, wie du die Olle umgeklatscht hast, war ihm doch egal. Ja, aber keine Ahnung. Ich bin Fan von dir. Ich kann ihm jetzt aber nicht so dick vertrauen. Das ist irgendein Typ, der mich im Wald aufgesammelt hat. Ja. Da brauchst du ein bisschen mehr, damit ich dir vertraue, als du hast mich im Wald gefunden. Keine gute Antwort, sein beerdigt, aber. Also, wir müssen die Pferde, die müssen von den Pferden runter. Das ist das Wichtigste. Okay, das, auch das wäre machbar. Die Pferde kannst du normal mit dem Blitz ausschalten. Ja, wenn ich die Pferde blitzt, das hilft uns schon massig. Die Viecher umbringen ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber richtig. Wenn die halt weglaufen, sind wir halt gebumst. Richtig, also Pferde würde ich blitzen. Wenn Yashnatham dabei ist, mit aller Lanze werde ich da nicht klarkommen. Nein. Überleg mal, wenn ihr die Pferde blitzt, in dem Moment, wo ich die Wand aus Erz hochziehe, werden die Pferde voll gegen die Wand aus Erz. Ja, aber die MR von dem Dings wird höher sein. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr die irgendwie festhaltet mit so irgendwie... Keine Ahnung, hat irgendwer von euch einen Zaum mit dem, damit man alles in der Umgebung fesseln kann? Langsamer machen kann, ja. Also ich sehe gerade, Yashnatham ist der Dämon, ich suche das. Aber wie ein Schwarzmagier, kannst du da nicht weiches Erstarre? Nein. Ah. Also, im Ernst, harte Schmelze? Auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber Iserun hat doch einen ziemlich sicken Wert, was jetzt Blitzen angeht. Er hat recht. Warum frage ich überhaupt? Er hat recht. Übernehmen Daimoniden den Wert vom Dämon, den MR-Wert? Ja, oder? Oder ich habe über das Beine. Tierreich. Ich kann einfach die Pferde sagen, so, ihr haltet jetzt an. Hat der Tierreich nicht eine Spielrunde Zauberdauer? Ich glaube, wenn ich ihn lang genug vorbereite. Wenn er ihn vorbereitet? Wir müssen halt irgendeinen Speer da vorne hinsetzen. Oder Abelmir und ich machen einfach Adlerauge und sagen dann Bescheid, wenn es also soweit ist. Wir beherrschen doch alle drei diesen Elfenzauber, Elfenverständigungszauber. Ja, Gedankenbilder Elfenruhe. Genau. Den habe ich zwar noch zwei, aber ich muss ihn nur empfangen, oder? Vielleicht voll die aus, genau. Ja, weil es nicht einfach zuhört. Einer setzt sich voll hin, wir kommen von vorne, von der Seite und von hinten. Also ich würde mir, glaube ich, einfach schon hier... Nee, 5 Aktionen dauert der Held des Tierreich. Okay, geht der gegen MR? Also MR ist ja egal. Ja, natürlich geht der gegen MR. Ja, aber MR ist bei Pferden egal. Ein gutes Pferd hat 2. Ja. Gut, dass sie nicht auf Schultern reiten. Du kannst aber zwingen zur Not. Kann man den auf mehrere Ziele aufstufen? Wie viele Reichweite hat er? Ja. Jetzt reiten sie auf Schultern. Ja, Schröter haben eine 20er MR. Ich wollte es nur sagen. Schröter haben keine Geschwindigkeit. Zauberdauer erzwingen, kosten Zielobjekt mehrere Reichweiten, Wirkungsdauer. Wie viel Reichweite hat er? 3 Schritt, scheiße. Kannst du verlängern, oder? Ja, einmal verlängern ist 7, glaube ich, und zweimal verlängern dann 21. Ja, ich habe den aber nur auf 10. Und ich das können wir knicken. Ja, ich habe wegen idiotischer Rap. Pass auf, wenn erstmal... Iserum blitzt die Gäule. Du machst die Wand und alles, was dann noch irgendwie sein Pferd kontrolliert, kann ich runterlanzen. Gut. Also ganz im Ernst, sobald die am Boden sind, kriegen wir die tot. Da gehe ich von aus. Ja, Rafim muss, wenn ich erstmal Leute lanzen muss Rafim die Kamonati beschäftigen, aber ich nehme an, das kriegst du hin. Wird halt vorher das schwache Dutzend Feld. Billiger. Kann man nicht pentagrammetieren? Erst austreiben? Hast du ein Helogravo?
Ich? Nee. Habe mir. Ich guck gerade. Ich hab den. Oh, ich Nilo Grau ist der geilste Zauber für so einen Nutzer. Ja, okay. Oh Gott, wie. Warte mal, ich muss den mal nachlesen. Also, ich hab schon zwei Basaltfäuste mit einer Hilo Gravo gelegt, ich wollte es nur sagen. Ich nehme an, von euch hat niemand einen Brandbaum mehr in der Tasche. Nein. Okay. Irgendwie nicht. Die Brandgranate hat schon seit Ewigkeit nicht mehr, leider. Also ich meine, vielleicht kann ich irgendwas aus dem Zeug aus der Hütte da zusammenbasteln, weiß ich nicht. Also, wenn sich irgendein Magier neben mich setzt, würde ich schwarzes Feld durch das rote Blut wirken, dann haut mir irgendjemand Guardianum in den Rücken und dann rennt wieder einfach rein, wie die absolute. Lachend über das Schlachtfeld rennt. Ja, richtig. Aber ich habe die goldene Rüstung im Artefakt. Nimm mich auf deine Schulter und ich mach das. Dann muss Rafim am Ende nur noch Herzen fressen. Aber das ist halt der dritte Gezeichnete. Du bist uns halt ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, du solltest die Rüstung noch nicht rausnehmen. Ja, ich sag, falls es nötig wird. Ich würde sie lieber behalten. Ja, richtig. Lass mich lieber hier. Ja klar, aber das ist halt so ein Panic-Button. Ja, lass mich lieber die Grad 2 Liturgie raushauen, da kommen wir günstiger mit rum. Aber hast Kor nicht die Magie? Stimmt. Heilungsmagie finden wir nicht cool, ansonsten kannst du alles machen, was du willst, das ist uns doch jetzt nicht. Aber ja, Kor hast allgemeine Magie. Ich meine, Kors Vater ist Ramalorn. Also früher in dunklen Zeiten haben die Kor-Kriegsmagier haben auch, also es gab Kor-Kriegsmagier, Punkt. Früher. Also ich sehe zumindest nicht, dass er was gegen Magie hat. Er findet es halt nicht cool, wenn du dich heilst. Aber also es gibt Chorgewalte, die Magie halt rundum ablehnen, weil das halt nicht deine eigene Kampfleistung ist. Aber das ist nicht kein kodifiziertes Ding. Also steht nicht im Orakodex drin. So ja, das ist deine Sache. Kannst du selbst entscheiden. Ja gut, aber sagen wir es mal so, wenn ein Magier neben dir mitkämpft, dann ist es halt seine Kampfleistung. Also sollten es in Chorgewalten egal sein. Sache, die Arschlöcher sterben. Wie du das machst, ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, du kriegst das hin. Die werden, wenn dann wirklich ein Dutzend Kamonati mitlaufen, werden die auf jeden Fall einen Beschwörer haben. Ja, dann schalte ich den Beschwörer aus. Kannst du? Ansonsten würde ich ihn runterlassen. Kriegst du das hin? Ich kann meine Halluzination modifizieren. Dann muss ich ihn nicht berühren oder ansprechen. Und ich denke, damit würde ich trotzdem noch durch die MR kommen und gebe ich ihm einfach die Halluzination, dass noch ein viel größerer, böser Dämon. Wenn er einen Schatten hat, tauche ich aus seinem Schatten auf und steche ihn von hinten ab. Oh yeah, jetzt wird's. Oh, Das will ich sehen. Let's gonna be able mir. Wenn das funktioniert, da habe ich mega Bock drauf. Aber wenn das funktioniert. Ey. Um Reporter geht das. Ich werde mich nie wieder über Schwarzmagier lustig machen. Also ich bin voll dafür, Boltax und ich stürmen da von vornherein wie die absoluten Vollidioten und Abelmir teleportiert sich hinter ihn und sticht ihn in den Nacken. Wieso kann auch mit dem Transversalis rummeucheln? Ich meine, so ein Magier kannst du mal 3 Sekunden unbeaufsichtigt lassen, klar, nur irgendwas muss passieren. Aber wenn ich ihn nicht lanzen muss, wäre mir das Ganze lieb, weil, genau, ich habe nur eine. Oh, wir haben Fensterfang! Ja. Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Was eine Ehre, von Fensterfang weggespießt zu werden. 7 Jahre wurde an der Waffe gebastelt für diesen einen Typen. Dann macht er die kaputt, so wie den Stab. Die geht nicht kaputt, die ist ja verstärkt worden. Ja, du kriegst alles kaputt. Was geht kaputt? Borongewein haben bestimmt auch gesagt, unser heiliges Artefakt. Schlechter Ruf bei Thorneisingen. Dann greifen Mund um die Ecke. Schlechter Ruf bei Thorneisingen, dann bringe ich mich um, wenn das passiert. Ja. Ey, da springe ich freiwillig in den Schlund. Nächster Held. Dann nehme ich eine Pilgerfahrt auf die Zyklopeninsel, auf mich und lass mich von einem Zyklopen mit einem Hammer erschlagen. Aber okay, dann steht unser Plan im Grunde. Ihr, Isarun blitzt die Pferde weg, ich und Boltax stürmen rein, Jalan lanzt irgendwas weg und Abelmir teleportiert sich hinter den Typen und meuchelt ihn weg. Dann ziehe ich sinnvollerweise trotzdem erstmal die Mauer hoch, bevor wir dann reingehen. Und nachdem ich die Lanze durch habe, kümmere ich mich um. Entweder um alles, was weglaufen will, oder wenn nichts wegläuft, helfe ich auf ihn bei den Dämonen. Was macht Kiaras? Ich stehe zwischen euch, beschütze euch, und wenn es hart auf hart kommt, hau ich für Spülkenregen raus. In anderen Worten, du guckst mal, was du machst. Ja, wie gesagt. Haben wir jetzt eigentlich alle Formationen? Kiaras sollte nicht die Dämonen nehmen, sondern halt die ganzen Beschwörer. Weil gegen Dämonen kannst du mit deiner Parade kannst halt nichts tun. Ja, und du kannst auch keine Wuchtansagen. Du kannst Wuchtansagen machen, aber auf halber Effizienz, das ist eh. Nein, ich kann gar keine Wuchtansagen machen. Weil du die Sonderfertigkeit Wuchtschlag nicht hast. Du kannst weil ich Rapiere habe. Steht dann bei den Rapieren dran, dass sie keine Wuchtschläge machen dürfen? Ja. Also glaube ich, halt, wenn du sie als Säbel führst, ginge das, aber er führt sie als Fechtwaffen. Das ist egal. Warte, heißt es, dass Fechtwaffen keine Wuchtschläge machen dürfen, oder haben Fechtwaffen einfach nur Wuchtschläge nicht als erlaubtes Talent?
Also ob der Sonderfertigkeit. Wenn du ihn mit den Talentwerten vom Fechten führst, darfst du damit nicht Wucht schlagen. Du musst den dann als Frage, weil du darfst Manöver auch auf halber Effizienz machen, wenn die Waffe es eigentlich nicht da. Habe ich letztens festgestellt. Ja, aber das lohnt sich doch bei Wuchtschlagen. Das lohnt sich echt nicht, das ist richtig. Das ist übrigens eine Sache, Frosty. Ich musste mit der definitiv jetzt mal demnächst darüber reden, was ich für einen Waffenmeister haben will. Und ich hatte mir da schon einige Gedanken gemacht. Das ist einer der Punkte, wo ich mir gedacht habe, würdest du es erlauben, wenn ich Waffenmeister will, dass ich alles parieren darf? Was meinst du mit alles? Monster und große, also Monster, Dämonen. Nee, also ich meine, große Sachen nicht, aber du kannst meinetwegen die ganzen zweihändigen Shit kannst du dann meinetwegen parieren. Das war auch ein Punkt, dass ich keine Waffenbegrenzung mehr für die Parade habe. Also Drachen kannst du nicht parieren. Wir könnten mal darüber reden, ob du große Gegner parieren kannst. Also sowas wie ja, so ein Ogre. Drachen wollte ich nicht parieren. Nein. So ein Ogre so könnten wir mal überlegen, ob das geht. Weiß jetzt ja, nicht, genau. Wie es mit Trollen aussieht. Trolle sind gleich auch nur groß. So ein elendes, wie heißt das, weißer Hetzer auf mich zukommt, dass ich den parieren kann. Ja. Solche Scheiß. Also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht für den Waffenmeister halt. Ja, schau einfach mal ins Forum. Ja. Und ich will ihn auf jeden Fall auf, wie heißt es, Klingenwand aufbauen. Hat meine Rüstung sich eigentlich jetzt repariert, weil mir Corian eine neue gegeben hat? Ja, ja. Wunderbar. Boah, du bist echt ein Bruder. Was macht denn Asabu? Ich nehme an. Er sieht gut aus. Will er mit. Ey, schäm dich, will er mit. Ja, doch, klar. Wird mitkämpfen, hat einen Kampfstab. Ich überlege noch gerade, ich werde ihm halt einen eigenen Gegner geben, beziehungsweise eigene Gegner. Er wird. Oh, er hat Hesinde-Schaden. Er kann gegen den Boden kämpfen. Nichts aus Zauber reflektieren oder. In den Büchern steht, dass es die Patrouille bzw. die Lieferung von Teriak, die werden mit schwer bewachten Patrouillen gebracht. Und da muss ich mir überlegen, was bedeutet schwer bewacht? Sicherlich Dämonen, sicherlich. Also ob die wirklich eigene Beschwörer dabei haben, weiß ich nicht, aber sie werden Alchemisten dabei haben, sie werden crazy Alchemiker dabei haben und irgendwelche Kämpfer, vielleicht auch irgendwelche gefallenen Norbaden und Nivesen. Ich muss mir mal überlegen, wie genau so eine schwer gepanzerte. Naja. Also ich guck einfach mal in Vierungsflüstern. Das ist das, was ich euch sage. Vierungsflüstern, was die so da. Vielleicht auch weiße Orks oder so. Mal gucken. Das Problem ist jedenfalls, der Dämon braucht einen Befehl. Du kannst ihn an die Karre binden, dann muss er sich innerhalb von 100 Metern um die Karre aufhalten. Kein Problem, weil er hat dann noch nicht den Befehl töte. Und der Befehl Wache lässt sich nur auf eine Gegend ansprechen. Entsprechend müsste eigentlich ein Befehler da sein, der auch noch ASP hat, der Befehle erteilen kann. Ich muss mal gucken, was in Vierungsflüstern drin steht. Sie werden definitiv Kamanati dabei haben, das kann ich mir versprechen. Und dann ja mal sehen, ob es ein Beschwörer ist, aber wenn dann nur einer, weil das sind halt keine Dämonologen, das sind vor allem sind das irgendwelche. Also du kannst Dämonen kontrollieren mit deinen Packgeschenken, klar. Stimmt. Klar, wenn das Nagapaktierer sind. Ich weiß gerade nicht, ob das ASP kostet, ich glaube nicht. Es kostet Ausdauer. Alles kostet Ausdauer. Höhere Dämonenbindung 2 kannst du Dämonen noch binden. Ja, darum geht's nicht. Es geht ja darum, ums Binden geht's nicht. Es geht darum, dass du ihnen dann ja noch einen Befehl geben musst. Nein, also ich gehe mal davon aus, die werden, wenn überhaupt, einen einzigen Beschwörer haben. Sonst sind das Nagapaktierer, die dann irgendwie mit Pfeil und Bogen auf euch schießen. Also prepared for Pfeil und Bogen. Mit ekelhaften Giften drauf. Ja, zum Glück habe ich ein Schild. Ja, schön, dass du nicht stirbst, aber die anderen dann. Ich kann auch nur so und so viel tun, okay? Ist mir egal, Jan. Du bist schuld, wenn die sterben. Wenn der kleine Boltax drauf geht, war's das für dich. Also erstmal, warum bin ich schuld, wenn der kleine Boltax drauf geht? Ja, weil Boltax der Schwächste ist und der wird als erstes totgejagt. Boltax wird nicht totgejagt. Boltax kann auf sich aufpassen. Ja, wenn da so ein Pfeil ankommt, dann mache ich Stillstand und weiche den Pfeil ganz gelassen aus. Genau. Zaubert erstmal 20 Aktionen. Nö, der Stillstandszauber dauert 7 Aktionen. Ja, der Pfeil sagt, du bist 3 Aktionen tot. Da muss ich ihn halt verkürzen. Gut, also Asavo wird nützlicher NPC sein. Ich habe da schon die Kritik von dir verstanden, Jan, die du irgendwann mal hattest mit Dorian. Aber er soll euch ja auch allen ans Herz wachsen und nicht nur Isaron. Dementsprechend Asavo wird nützlich sein. Ich gucke auch mal bei den Hesinde-Liturgien, vielleicht fällt ihm da was ein. Er wird das Zeug nicht retten, aber er wird euch definitiv helfen. Das ist nämlich eine Leistung, die ihr jetzt hier vollbringen müsst. Und da gehört Planung dazu. Da gehören dann auch so Sachen dabei wie Fallen stellen. Hm, ja, denkt euch was aus, wie ihr damit. Moment.
Sind Nagrach-Paktiere anfällig gegen wärmere Temperaturen oder ist das nicht so? Hitzeempfindlich, ja doch. Also hitzeempfindlich würde ich dir das Nachteil geben. Oh, geil, dann... In die Faxes auf alle. Nee, Caldofrigo heiß und kalt. Wird das jetzt der Caldofrigo-Atomschlag? Vielleicht. Eon-Power. Ja, die kriegen halt eine Stufe mehr als alle anderen, ne? Also. Nein, ich habe den Caldofrigo nur auf 2, also von daher. Oh. Du enttäuscht uns, Boah. Aber wenn sie jetzt empfindlich sind, nehmen sie doppelten Schaden von einem Ignis-Faxios. Also wir sollten auf jeden Fall überlegen, wer mit wem da reinläuft. Also entweder greifen, also wir müssen, glaube ich, eigentlich von beiden Seiten angreifen. Also Montag, ich biete dir immer noch mal an, bei mir mitzureiten. Das bringt dich zwar in den Nahkampf, aber dann kann ich immerhin Pfeiler für dich wegparieren. Das ist richtig. Ich will meinen Schicksalspunkt nicht benutzen. Ich mache es sehr ungerne. Boah, kannst du nicht Armatrotz? Ja, jetzt ja, auf 5. Auf 5? Ja, in der Armatrotz. Bis zum nächsten Mal hast du den auf 8. Ja, mit 8 kriegst du ihn hin. Also du musst dran denken, dass Zauberdauer, das Wirkungsdauer halbieren, die jetzt bei die ein Drittel ASP spart. Und niemand braucht einen 5 Minuten dauernden Armatrotz. 360 Grad No-Scope mit Aria. der wäre jetzt richtig gut. Ja, denn der kann das mehr als nur einmal hintereinander. Oh, ich hätte den wirbelnden Luftschild nehmen sollen als Geodenzauber, dann hätte ich... Kannst du nicht einen Djinn rufen? Ja klar, natürlich, das wäre die Idee gewesen. Ich meine, jetzt? Ja. Kannst du nicht irgendwie einen Erz hier elementar rufen und der macht einfach unter denen den Boden auf? Oh, das wäre cool. Wäre eher Humus, oder? Schrott, oder? Der Humus wäre richtig tödlich, weil der Teriak weg ist. Stimmt. Ja. Stimmt, nicht Humus, nicht Humus. Und ich weiß nicht, Jinna reagieren die auf Tyria bestimmt auch. Ihr könnt auch mehrere Fallen bauen, ne? Also so eine Falle in mehreren Abschnitten. Ihr müsst ja nicht alle an der Ecke stehen, ne? Ihr könnt es ja auch zuschnappen lassen, dass zwei vorne stehen, zwei in der Mitte und zwei irgendwo anders. Oder wir tränken den Boden einfach mit Öl. Wir haben kein Öl, alles in der Wir haben Öl, ich habe erst Öl gekauft. Ja, aber nicht so viel, dass du den Boden trinken kannst. Ich habe gesagt, ausreichend. Eine Laterne hast du. Ja. Und 10 Fässer?